Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Van-Ausbau-Tutorial für den Fiat Ducato. Heute geht es wieder aufs Dach und zwar geht es um die Solarpaneele. Und das ist ein Thema, wer meinen ersten Ausbau verfolgt hat. Ich liebe dieses Thema. Ich habe da schon viel drüber referiert. Es gibt ein paar neue Sachen. Das letzte Video ist ja 3 Jahre alt. Ich verlinke es euch hier oben wieder. Wir besprechen heute mal, welche Solarpaneele ihr eigentlich auf euer Dach machen sollt. Was sind so die Vor- und Nachteile? Was sind so die Kennzahlen, nach denen man das ausrichten kann? Und wie kann man sich ganz einfach hier so eine Dachreling selber bauen mit ein paar wenigen Komponenten? Auch dort habe ich die Pilzköpfe vom Fiat Ducato genutzt, um mir meine eigene Dachreling zu bauen. Starre Solarpaneele aufs Dach zu bringen. 800 Watt haben wir am Ende hier oben. Die laufen auf 36 Volt. Was das alles bedeutet, wieso, weshalb, warum, dann, das würde ich sagen, machen wir alles der Reihe nach. Wir fangen als erstes an mit hier diesen Dachträgern. Mit denen kann man nämlich noch viel, viel mehr machen, als nur Solarpaneele anzubringen. Dann geht es an das Thema Solarpaneele. Gehen wir kurz über die Theorie drüber. Welche Solarpaneele habe ich verbaut, warum, wie habe ich sie verschaltet? Und dann natürlich die Praxis. Wir bauen sie aufs Dach und wir machen ein umfangreiches Testing. Ich habe nämlich 4 Solarpaneele. Davon werde ich 2-mal parallel schalten an einen Eingang meines EcoFlow Power Hubs und 2 davon werde ich in Reihe an den EcoFlow einen anderen Eingang schalten. Und dann können wir mal über die Zeit so ein bisschen vergleichen. Parallelschaltung oder Reihenschaltung, was ist in unseren Breitengraden eigentlich besser? Würde ich sagen, das war jetzt schon wieder ziemlich viel Intro. Gehen wir direkt rein. Starten wir mit den Dachträgern. Dabei handelt es sich um 40 x 40 mm I-Typ Nut 8 Aluminiumprofile, innen schwarz für die schicke Optik. Und an denen lassen sich eben in diesen Nut 8 Nutsteine einsetzen, um später alles Mögliche daran zu befestigen. Damit wir die auf die richtige Länge zuschneiden, habe ich in die Kreissäge ein Aluminium- bzw. so ein Multisägeblatt eingespannt, um die Aluminiumprofile auf die richtige Länge vom Dach schneiden zu können. Die gibt es nämlich, dort wo ich sie gekauft habe, nur in maximal 2 Metern Länge. Und unser Dach ist ja ein kleines bisschen länger, deswegen musste ich noch ein weiteres entsprechend zuschneiden und diese beiden I-Typ-Profile dann mit Längsverbindern verbinden. Das sind die Pilzköpfe, die am Fiat Ducato oben standardmäßig mit dran sind. Das gilt als Aufnahme für zum Beispiel Vorzelte, für Dachrelings, für irgendwelche Konstruktionen, so wie wir sie auch haben wollen. Wir wollen ja dann entsprechend die Aluprofile daran festmachen. Und dann braucht man noch irgendwas, um quasi die Aluprofile und die Pilzköpfe zu verbinden. Und das sind sogenannte Pilzkopfhalter. Die habe ich hier gefunden bei Adventure Truck. Die sehen richtig, richtig gut aus und lassen sich in beide Richtungen anbringen. Das heißt, ich kann mir überlegen, ob ich es quasi in die Richtung anbringen möchte oder ob ich es in die Richtung anbringen möchte, je nachdem, wie ich das Ganze gerne drehen möchte. Die bestehen aus diesem größeren Winkel, der ist quasi dann zur Aufnahme hier oben für die Aluminiumprofile. Theoretisch könnte ich sie auch noch an einer anderen Stelle befestigen und dann aus dieser Klemmvorrichtung. Und das Ganze funktioniert so, dass es quasi hier einmal aufgesetzt wird, dann reingeklemmt und dann muss ich diese beiden Schrauben dann entsprechend festziehen. Dann klemmt sich dieses Profil gegen diesen Pilzkopfhalter und kann auch sich nicht mehr bewegen. Davon habe ich mir dann jetzt 8 Stück gegönnt. Das heißt für jede Seite 4, um die Aluminiumprofile dann später festzumachen. Und dann kann ich mir, wie gesagt, jetzt noch aussuchen, möchte ich das Aluminiumprofil später auf der Seite dran haben oder möchte ich es auf der Seite dran haben. Und ich hätte es gerne so, dass quasi hier das Aluminiumprofil dran ist, dass das quasi frei schwebt in diese eine Richtung, damit ich gegebenenfalls irgendwann nochmal ein Dachzelt oder irgendwas, eine Markise ranmachen kann. Das ist quasi mein Plan, deswegen geht es jetzt auf die Seite einmal ran. Über die Pilzkopfhalter habe ich mich mit Sven von Adventure Truck super nett drüber unterhalten. Das ist nämlich eine Eigenentwicklung von denen. Und die Modelle, die ich da bekommen habe, sind mehr oder weniger Version 1. Und aktuell bastelt man schon an der nächsten Version. Also wundert euch nicht, falls ihr die auch bestellt, dass die bei euch eventuell ein kleines bisschen anders aussehen. Da geht es hauptsächlich darum, dass gleiche Schrauben verwendet werden sollen. Und dass man halt nur noch einen Imbusschlüssel braucht, weil aktuell sind noch 2 Imbusschlüssel mitgeliefert, die für die verschiedenen Schrauben dienen. Und das soll eben noch ausgebessert werden, das nur als kleiner Hinweis. Ansonsten nicht nur, dass die Dinger schick aussehen, sondern sie sind auch echt stabil. Und denen traue ich zu, dass sie entsprechend auch meinen Dachreling und die Solarpaneele halten. Hier sieht man jetzt quasi da, die beiden musste ich festschrauben. Und dann hat sich das da dagegen geklemmt.
Und dann ist hier keine Chance mehr, dass sich das irgendwie bewegt. Und diese beiden Teile sind auch nochmal zusätzlich durch die Schrauben hier gesichert. So, die Pilzkopfhalter sind jetzt alle dran. Und jetzt müssen wir noch die Aluminiumprofile damit verbinden. Adventure Truck liefert zu diesen Pilzkopfhaltern diese M8er Schrauben entsprechend mit. Die kommen einmal hier durch. Ich möchte das Profil ja hier auf der anderen Seite haben. Und werden dann in diese wunderschönen M8er Nutsteine eingebaut. Das heißt, die ziehen sich dann entsprechend fest und diese M8er Nutsteine verlaufen hier in den Schienen da fest drin. Da können die dann nicht raus und wenn die dann festgeschraubt werden, dann ziehen die sich zusammen, drücken sich gegen den Rahmen und das ist damit gesichert. Hier sehen wir einmal diese Nutsteine. Die haben auch eine richtige und eine falsche Seite. Hier unten ist so eine kleine Kugel drin. Die kommt auf die untere Seite und dann führt die, dann geht die nämlich genau schön innerhalb dieser Führung lang. Von der Seite kann man es dann besser sehen. Dann läuft es genau hier zwischen dieser Führung mit rein und zieht sich dann an der richtigen Stelle fest. Also so ist es dann quasi richtig rum. Das Anbringen ist natürlich nicht ganz ohne. Ich habe das hier jetzt mal so ein bisschen gezeigt. Ich habe jetzt zwei Profile verlängern müssen. Das will ich entsprechend nach unten haben, damit es schön nicht sichtbar ist. Und diese Nutsteine muss ich dann schauen, dass ich die ungefähr genau da schon mal vorpositioniere, wo sie dann sein sollen. Und dann muss man von der Seite einfach reingehen mit der Schraube und genau diese Nuten treffen. Man kann die aber sehr gut mit so einem Imbus so ein bisschen hin und her schieben, auch wenn sie dann da drin sind, sodass man da ganz gut rankommt. Genau, und was die Breite angeht, müsst ihr euch dann natürlich noch ausmessen, wie wollt ihr eure Solarpaneele befestigen, ne? Was macht da entsprechend Sinn, auf der Seite anzubringen oder auf der Seite anzubringen. Für mich, da die Solarpaneele so etwa so breit sind wie das Dach, macht es mehr Sinn, das Ganze auf die Seite anzubringen, damit ich die Halterung nicht ganz am Rand der Solarpaneele habe, sondern ein kleines bisschen weiter in der Mitte. Hier an der Stelle schauen wir uns das einmal an. Ich schiebe das quasi hier zurecht, dass es genau im Loch ist. Es ist also wirklich egal, auf welcher Seite ihr die Aluminiumprofile anbringt. Macht das einfach so, wie es für euch passt, je nachdem, was ihr später auch noch anbauen wollt. Ihr könnt natürlich auch noch Querträger einbringen und eine Dachterrasse draufbauen. Die Querträger braucht ihr dann für mehr Stabilität. Da ich nur Solarpaneele aufs Dach bringen möchte und die einmal quer übers Dach lege, benötige ich auch keine Querverbindungen für die Aluminiumprofile. Das hält dann ja auch so, weil die Solarpaneele dann für die entsprechende Steifigkeit auch sorgen. Einen Dachträger haben wir jetzt also schon mal auf dem Dach, aber die Frage stellt sich natürlich, was für Solarpaneele würde ich jetzt empfehlen? Wir haben schon mal ein Video dazu gemacht. Link ist wie gesagt dort oben drin. Dort habe ich noch ein bisschen ausführlicher das Ganze besprochen, was sich jetzt geändert hat und ganz Klartext, was ich jetzt empfehlen würde, das jetzt in diesem Theorie-Part. Also, monokristalline Solarmodule. Geht kein anderer Weg dran vorbei. Aus meiner Sicht sind das die optimalsten vom Typ her für den Campervan. Mittlerweile sollte man auch auf eine hohe Leerlaufspannung achten. Was bedeutet es? Auf den Solarpaneelen steht entsprechend drauf, bei welcher Spannung die optimal arbeiten. Mittlerweile ist der gängige Standard eigentlich, dass die 36 Volt oder sogar noch mehr haben. Was für Vorteile das hat, komme ich gleich drauf. Früher, vor ein paar Jahren, war es eher so, dass es sich im Bereich 18 Volt aufgehalten hat. Das gibt es auch immer noch zu kaufen. Die sind auch meistens günstiger. Da würde ich aber auf jeden Fall nicht sparen. Warum? Kommen wir gleich dazu. Eine hohe Leerlaufspannung hat nämlich einen sehr großen Vorteil. Auch sollte man darauf achten, dass mindestens eine Bypass-Diode eingebaut ist. Bypass-Dioden helfen, den Strom weiterzuleiten, wenn ein Teil des Moduls ausfällt. Das entscheidende Kriterium, nachdem ihr euer Solarpanel auswählen solltet, ist der Wirkungsgrad auf der einen Seite. Der liegt bei guten Paneelen im Bereich zwischen 21% und 24% mittlerweile. Und die Frage nach dem, wie viel Watt pro Fläche. Die Solarpaneele sind ja immer mit einem Peak Watt ausgekennzeichnet, also bei mir zum Beispiel ein Panel 200 Watt. Interessant ist aber, wie viel ist denn die Fläche?
Denn Solarpaneele unterscheiden sich so ein bisschen danach, wie die einzelnen Kristallflächen und die elektrischen Leiter geführt sind. Die Abstände können mal größer, mal kleiner sein. Und das sind quasi auch diese neuen Technologien. Da hört man dann mal von 9 Busbar, 12 Busbar. Ihr müsst euch mit diesen ganzen technischen Spielereien überhaupt nicht beschäftigen. Schaut euch einfach nur an, wie groß ist das Solarpanel, wie viel Watt bekomme ich raus. Das ist im Prinzip das Kriterium. Und der hohe Wirkungsgrad ist ein gutes Indiz dafür, weil er sagt quasi, wie viel von der Sonne aufgenommenen Energie kann er in elektrische Energie umwandeln. Entscheidend aber Watt pro Fläche. Wie viel Output kriegt mein Solarmodul im optimalen Fall auf möglichst kleiner Fläche? Was ein weiterer wichtiger Punkt ist, ihr müsst natürlich eure Solarpaneele so ein bisschen schauen, wo wollt ihr sie aufs Dach bekommen. Dafür messt ihr euer Dach einmal aus vorher und überlegt euch, okay, wie kann ich die anordnen? Ich habe mir Solarpaneele rausgesucht, die entsprechend lang sind, sodass sie quer einmal übers Dach passen und genau von den Punkten, an denen sie festgemacht werden, an der Reling, an den Aluminiumprofilen, das genau von der Breite her passt. Es gibt auch noch unterschiedliche Module. Es gibt starre Module, so wie ich sie jetzt verbauen möchte, und es gibt flexible Module, die verklebt werden. Bei diesen flexiblen Modulen, die habe ich zum Beispiel im ersten Ausbau genommen und verklebt, hat man den großen Vorteil, man sieht sie nicht von unten, man kriegt sie nicht so einfach vom Dach, kann niemand hingehen und die einfach schnell runterschrauben. Das einfach mal so als Hintergrund. Oftmals bieten die starren Module aber einen höheren Wirkungsgrad, weil sie besser hinterlüftet werden können als die verklebten. Aber es gibt Vorteile auf beiden Seiten. Falls ihr euch für flexible Module interessiert, schaut mal im alten Video nochmal nach. Am Ende obliegt es natürlich euch. Es muss natürlich auch der Preis passen, ja, was für Module man sich dann raussucht und auf was man da gerne schwört. Das sind aber jetzt so meine Key-Tipps, auf was ihr achten müsstet. Ihr braucht auch einen MPPT-Laderegler. Dieser Laderegler ist dafür verantwortlich, dass der Strom portioniert wird und in eure Batterien reinkommt und ordentlich geladen wird. Denn auch da gibt es Optimum-Kurven und das wird eben mit dem Maximum Powerpoint Tracking MPPT gemacht. Das haben eigentlich alle modernen Regler. Alles andere könnt ihr vergessen, das lohnt sich nicht. Warum gehe ich auf diese Kleinigkeiten ein? Weil für uns als Camper ist es so, wir haben ja eine begrenzte Fläche auf dem Dach. Das ist anders, wenn ihr euer Hausdach oder Scheunendach mit Solar zupflastern wollt, wo die Fläche nicht so eine große Rolle spielt. Da kann man natürlich auch günstigere Paneele nehmen, günstigere Regler nehmen, weil das nicht so sehr ins Gewicht fällt. Bei kleinen Flächen allerdings sehr. Jetzt schauen wir uns unsere Module einmal an. Wir sehen hier, wie ich das Ganze verschaltet habe. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, wie man es verschalten kann. Eine Reihenschaltung und eine Parallelschaltung. Reihenschaltung heißt, der Stromfluss geht quasi in das erste Panel rein und dann einmal durch alle Paneele durch. Alle Paneele werden bespielt und es addieren sich die Spannungen. Deswegen, ich habe 4 mal 36,2 Volt bei meinen Solarpaneelen. Das sind die, die ich verbaut habe. Wenn ihr andere Voltzahlen habt, wäre das entsprechend anders. Und der Strom bleibt gleich. Anders ist es bei der Parallelschaltung. Dort addiert sich der Strom und die Spannung an jedem Panel, die anliegt, bleibt gleich. Am Ende, wenn man die Leistung ausrechnen müsste, rechnet man einfach U mal I und da kommt man auf beides 800 Watt, logischerweise. So. Allerdings hat jede Schaltungsart seine Vor- und Nachteile. Die hohen Spannungen erfordern zum Beispiel oftmals teurere Laderegler. Ja? Auf den Laderegeln stehen immer so Kennzahlen drauf, bis 100 Volt, bis 150 Volt etc. Ja? Da muss man immer so ein bisschen mit drauf achten, dass man quasi von seinem Equipment nicht die maximale Auslastung überschreitet. Der Vorteil bei der Reihenschaltung, dass wenn es eine Teilverschattung gibt, ja, man weniger Leistungsverluste hat. Denn je höher die Leerlaufspannung ist, umso besser kann ein Regler mit dem angebotenen Strom arbeiten und den einspeisen. Es gibt aber Module, die haben eben schon eine hohe Leerlaufspannung, wie bei mir zum Beispiel, diese 36 Volt, das ist schon relativ hoch und da fällt das nicht zu sehr ins Gewicht. Das nur schon mal als kleiner Teaser. Bei dieser Art von Schaltung kann ich nur Module mit gleicher Stromstärke verwenden. Ne? Ansonsten würde das Ganze nicht funktionieren. Bei der Reihenschaltung kann ich auch nur Module mit gleicher Stromstärke verwenden. Anders bei der Parallelschaltung, da kann ich verschiedene Stromstärken nutzen.
aber die Spannung muss gleich sein. Vorteil ist halt, es gibt oftmals verschiedene Paneele mit verschiedenen Ausmaßen, die verschiedene Größen haben. Die können alle auf derselben Spannung laufen, aber haben dann immer unterschiedliche Ströme, sodass sich da eine Parallelschaltung von verschiedenen Paneelen anbietet. Bei der Parallelschaltung ist es so, dadurch, dass sich die Ströme addieren, braucht man dickere Kabel. So wird zumindest das Argument immer mal so ein bisschen verkauft, aber man muss sich auch sehen, wir kommen jetzt zum Beispiel mit 800 Watt auf etwa 22,12 Ampere. Die 4 Quadratmillimeter Kabel, die in den meisten Solarpanelen verbaut sind, ja, sind bis 55 Ampere fest. Ja? Das heißt, da hätten wir sogar noch wahnsinnig viel Spielraum und es wäre kein Problem. Also das Argument mit den Kabelquerschnitten für so Camper zählt eigentlich nicht so ganz. Vorteil ist, ich kann super viele Module anschließen, ohne dass mein Laderegler in Probleme dann kommt. Ne? Also es gibt 144 Volt, das kann für einige Laderegler eben schon zum Problem werden. Hier sind wir die ganze Zeit bei 36,2. Der große Vorteil von der Parallelschaltung ist, sollte ein Modul mal ausfallen, warum auch immer, es geht kaputt. Nur das eine ist besonders verschattet. Dann arbeiten alle anderen ganz normal weiter und man hat nur dieses eine Modul, was ausfällt. Fällt in der Reinschaltung eins der Module auf, ist es wie ein Hindernis und keins von diesen Modulen kann den Strom durchleiten. Schauen wir uns mal ein paar genauere Szenarien an. Wenn bei beiden Schaltungen die Sonne scheint, ist das Ganze überhaupt kein Problem. Ja? Beide funktionieren. Anders sieht das aus, wenn wir jetzt ein Panel haben, was entweder stark verschattet ist oder kaputt gegangen ist. Dann, wie gesagt, Reinschaltung kommt gar nichts durch. Bei der Parallelschaltung arbeiten noch drei Paneele weiter. Macht also einen massiven Unterschied. Nächstes Szenario. Die Teilverschattung eines Panels. Also nehmen wir mal an, die Hälfte liegt im Schatten und die andere Hälfte nicht. Dazu muss man wissen, dass diese Paneele immer in einem String geschaltet sind. Das heißt, eigentlich sind diese ganzen, also ein so ein Panel ist eigentlich eine Reihenschaltung von vielen kleineren Solarzellen. Die Anzahl der Zellen steht dann auch immer mit drauf. Bei mir sind es zum Beispiel 72 Zellen, die in entsprechende Strings aufgegliedert sind. Und an manchen Punkten zwischen diesen Strings sind dann diese sogenannten Bypass-Dioden, die den Strom dann weiterleiten, auch wenn ein kleines bisschen ausgefallen ist, dann mit einer geringeren Leistung. Nehmen wir mal an, wir schaffen es genau so, dass die Hälfte der Strings entsprechend verschattet ist und die andere der Hälfte der Strings arbeiten kann. Dann ist es bei der Reinschaltung so, dass insgesamt trotzdem wir nur so viel Spannung und Strom durchlassen können, wie ein halbes Panel schafft. Das heißt, dieses Panel arbeitet nur halb, dieses Panel arbeitet auch nur halb, auch nur halb, auch nur halb, obwohl bei denen theoretisch mehr durchgehen würde. Aber da sie alle auf demselben Strom laufen müssen, funktioniert es leider bei denen oftmals nicht so gut. Je mehr Bypass-Dioden man hat, umso besser ist es natürlich bei so einer Teilverschattung. Hier ist also die Parallelschaltung auch im Vorteil, weil drei Paneele voll arbeiten, ne? Und das letzte, wenn das nur halb verschattet ist, dann sagt sich der MPPT-Regler, besser wäre es, ich lasse nur die drei arbeiten und regle die Spannung so, dass die optimal arbeiten können und das eben nicht. Und dann sieht man im Watt-Output, dass die Parallelschaltung der Reinschaltung trotzdem überlegen ist. So, wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn das bei allen Paneelen so wäre? Bei allen Paneelen wäre es auch dann so, dass genau dasselbe am Ende rauskommt. Jedes Panel kann nur halb arbeiten bei der Parallelschaltung, jedes Panel kann nur halb arbeiten bei der Reinschaltung und wir kommen auf 400 Watt am Ende, wenn wir das ausrechnen. Nächstes Szenario. Jetzt haben wir überall eine Verschattung und an dem Punkt oder bei besonders wenig Sonnenlicht kommen die Vorteile der Reihenschaltung zum Tragen. Denn bei so starker Bewölkung oder in den Abend- und Morgenstunden, wenn die Sonne noch nicht so hoch ist, reicht die Spannung noch nicht aus bei der Parallelschaltung, um die Batterie zu laden. Denn der Solarladeregler benötigt immer ein paar Volt mehr als die Batterieladespannung. In unserem EcoFlow-System ist es nochmal ein kleines bisschen anders geregelt. Grundsätzlich kann man sich aber sagen, wir haben ein 12-Volt-System, Batteriesystem, was wir betreiben wollen. Das heißt, wir brauchen immer ein paar Volt mehr an Spannung.
Wenn jetzt, wie bei uns hier in der Parallelschaltung, ja, die Module aber nur mit 9 Volt arbeiten können, ja, weil sie relativ verschattet sind, ja, und es kommt einfach nicht so viel Spannung auf, funktioniert gar nichts. So. Die Reihenschaltung dagegen kann auch bei einer Verschattung, wo noch 9 Volt Spannung anliegen, wenn man diese addiert, auf 36 Volt kommen und sauber weiterladen. Das heißt, in den Morgen- und Abendstunden oder bei starker Bewölkung ist die Reihenschaltung absolut im Vorteil. Welche Variante ist jetzt also unterm Strich die bessere? Naja, es kommt halt drauf an, wo man unterwegs ist und was einem besonders wichtig ist. Wir werden das gleich im Anschluss, nachdem wir die aufgebaut haben, in der Praxis einmal testen, ne? Und auch verschiedene Module verschatten und uns das dann anschauen, was passiert damit. Und darauf werde ich eine Entscheidung treffen. Aktuell ist meine Meinung, dass ich gerne möglichst ausfallsicher sein möchte und die 4 Paneele jeweils parallel schalte. Denn die haben mit 36 Volt ja schon eine relativ hohe Spannung. Ja? Und wenn die aus den 4 Strings jeweils bestehen, jeweils ein String hat 9 Volt, ja, fällt ein String aus, dann wird entsprechend die Spannung weniger. Kann ich trotzdem selbst bei der Hälfte, die ausfällt, mit 18 Volt eben noch weiterarbeiten und meine Batterien laden. Hier unten seht ihr einmal die entsprechenden Werte, die auf allen Solarpanelen mit draufstehen. Hier seht ihr genau, was für ein Solarmodul ich verwende. Hier sieht man 72 Zellen, 4 mal 18, also sind 4 Strings entsprechend dort geschaltet. Und hier seht ihr entsprechend die Ausmaße. Ihr seht, was der Strom bei maximaler Leistung ist und die Spannung bei maximaler Leistung. Die Leerlaufspannung liegt immer ein kleines bisschen darüber. Diese Leerlaufspannung solltet ihr auch verwenden, wenn ihr rechnet, um herauszufinden, kann ich meinen Laderegler verwenden oder nicht. EcoFlow schreibt jetzt, dass am besten zwischen 15 und 60 Volt geladen werden sollte. Das heißt, wenn ich jetzt 2 von denen in Reihe schalte, dann bin ich schon, weil sich die Spannungen addieren, ja, deutlich drüber, über die 60 Volt. Allerdings steht auch noch drin, und das haben mir jetzt auch Zuschauer von euch gesagt, man kann die schon in Reihe schalten, bis 150 Volt ist es kein Problem. Wir testen es jetzt gleich aus. Jetzt bringen wir die Solarmodule erstmal aufs Dach. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu der Theorie habt, schaut nochmal ins alte Video, wenn irgendwas unklar ist, ansonsten gerne unten in die Kommentare. So, an der Stelle nehme ich euch direkt mal mit und zeige euch, wie ich das jetzt festgemacht habe und was man dafür braucht. Ihr seht, das ist mit solchen Z-Haken, Z-Halterungen festgemacht. Das sind auch die, die für Solarpaneele oben auf dem Dach verwendet werden. Und dafür habe ich entsprechend 4 Stück für das Einzelstehende. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie die Einzelteile jetzt hier aussehen. Das ist dieses Z-Stück und hier unten ist quasi dann das Loch dadurch. Das kommt dann so oben entsprechend auf die Schiene rauf und wird mit einer Schraube, ich habe jetzt eine M8er mal 20, also Gewinde ist 20 mm lang. Und das kommt dann in diese M8 Nutsteine, die entsprechend für diese E-Typ-Profile angepasst sind. Und dann kommt noch dieser Federring entsprechend mit rein, so dass ich das sauber festziehen kann, ohne dass sich das löst. So, und jetzt kommen ja noch 3 Paneele mit oben drauf und die 3 anderen Paneele, die werden auch am Rand jeweils mit den Z-Profilen festgemacht und dann in der Mitte gibt es solche Mittelprofile, die dann quasi 2 gleichzeitig runterdrücken. Das Ding ist falsch rum drin, so rum. Das ist dann quasi so gedacht, dass 2 Paneele nebeneinander sind und von dem einen mit Stift nach unten gedrückt wird. Das heißt, die beiden kommen dann in die Mitte. Und das machen wir jetzt. Links zu den Produkten findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, auch zu den Solarpaneelen und den ganzen verwendeten Anbauteilen. Freue ich mich, sind Affiliate-Links, kann ich mir ein Zitroneneis noch mal von kaufen und ihr unterstützt damit den Kanal. Super praktisch ist es, wenn man eine Garage hat, die genau auf Höhe des Fahrzeugs ist, wo man dann drauf rumklettern kann. Ansonsten muss man sich halt eine große Leiter besorgen, um da hochzukommen. Die Paneele wiegen natürlich auch ein kleines bisschen was. Die müssen einmal ausgepackt werden und überlegt euch direkt schon, wo in welche Richtung ihr die Kabel haben möchtet. Die haben natürlich nur eine gewisse Länge und müssen dann noch zusammengeschlossen werden, falls wir irgendwelche Parallelreinschaltungen machen sollen. So, an der Stelle kann ich das ganz gut zeigen. Als erstes müssen, wie auch schon für die Halterungen hier,
hier einmal die Nutstücke rein. So, die schiebe ich dann immer einmal bis zur richtigen Stelle. Macht Sinn, von einer Seite auf jeden Fall anzufangen und das Ganze dann bis zur anderen zu prägen. Macht Sinn, das Ganze noch nicht so super fest zu machen, damit man Platz hat. Also die Dinger hier rein. So, mit dem Ring oben drauf. Hier dagegen. Schon mal vorher festdrehen. So, und jetzt kann ich das Ganze noch verschieben. Das hat noch ein bisschen Spiel. Und kann das anpassen, dass es dann auch überall gleich ist. Ganz optimalerweise sollten die vielleicht noch ein bisschen nach innen kommen. Ich habe aber nicht mehr Spielraum mit den Profilen hier. Ich will sie aber gerne einmal quer übers Dach haben. Deswegen, das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Das kommt dann quasi genauso, dass das hier mit der Kante von oben abschließt. Ne? Also, dass das mit der Kante abschließt. Das heißt, muss noch ein bisschen in die Richtung. Und dann sollte das passen. So, wenn man sich das jetzt hier mal einmal anschaut, dann sieht man, dass da drunter noch jede Menge Platz ist. Und da unten sieht man auch die Kabel, die dann zum Anschließen entsprechend am Ende gedacht sind. Das heißt, ich komme hier von der Seite einmal ran, ich komme von vorne ran, sodass ich die dann sauber verbinden kann. Das wird jetzt nämlich ein bisschen mehr tricky, wenn wir jetzt hier auf der Seite die ganzen Sachen noch anbringen, weil die ja eng auf eng liegen, die Solarpaneele da. Und hier unten von der Seite kommt man aber ran, weil ich quasi alle Kabelenden auf der Seite habe. Und die sollen dann am Ende dort neben dem Max-Fan, wird es dann so eine Dachdurchführung geben. Und da gehen die dann nach unten rein. Es gibt natürlich auch andere Arten der Befestigung. Das möchte ich an der Stelle nicht verschweigen. Man muss das nicht an so einer Dachreling festmachen, sondern man kann natürlich auch Haltespoiler aufkleben oder anschrauben und dort dann die Solarpaneele einsetzen. Nachteil von diesen Haltespoilern ist halt, dass man die Haltespoiler ja auch erstmal jeweils einzeln auf dem Dach anbringen muss und die natürlich auch Platz wegnehmen, sodass ich nicht ganz so eng mit den Solarpaneelen komme wie mit dieser Variante. Die Paneele kann man natürlich auch noch zusätzlich seitlich sichern. Auf den Hausdächern ist es aber auch nicht so. Ich habe mich da ein kleines bisschen informiert. Diese Haltekrallen, diese Z-Profile funktionieren sauber, halten das auch, wenn man die sauber festschraubt, sodass ich nach rechts und links keine zusätzliche Barrikade, sage ich jetzt mal, brauche. Theoretisch könnte man das aber noch anbringen, da man ja mit den Profilen arbeitet und dort auf jeder Seite Nutsteine anbringen kann. Als Abschluss habe ich Plastikkappen verwendet. Man kann natürlich aber auch einfach einen Querträger einbauen. Da gibt es auch sehr schöne Haltemöglichkeiten und Anbaumöglichkeiten von Adventure Truck. An der Stelle müssen wir uns die Kabel jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist jetzt das Solar-Connector-Kabel, was quasi in unseren Power-Hub auf der einen Seite geht und auf der anderen Seite in unsere Solarpaneele. Und ihr seht jetzt schon, die haben ja beide einen männlichen und einen weiblichen Anschluss. Also die heißen Female und Male Connector MC4 und einen habe ich jetzt schon abgebaut, denn wenn wir das jetzt Ganze oben auf dem Dach aufbringen wollen, müssen wir einmal durchs Fahrzeugdach. Dafür habe ich mich für so eine Fahrzeugdurchführung, Dachdurchführung entschieden und wenn ich den jetzt hier einfach durchstecken würde, so kriege ich am Ende von der anderen Seite den Abdichter nicht mehr drauf. Ja? Der kommt also quasi auf die Seite, wird auf der anderen Seite mit dem hier festgeschraubt. So, das funktioniert natürlich jetzt nicht, wenn die Kabel schon vorkonfektioniert sind. Das heißt, ich muss hier selber Hand anlegen. Und dafür muss man einmal den MC4-Connector, der hier dran ist, ausbauen. Das habe ich jetzt schon einmal gemacht und das ist aber nicht ganz so einfach, deswegen zeige ich euch das jetzt einmal, wie das geht. Also, wir müssen als erstes den einmal aufschrauben. Hier kommt quasi die Hülle raus, dann kommt da noch mal so eine Tülle drin, die sitzt hier drin und dichtet das Ganze ab. So, die beiden Sachen müssen wir alle zurückschleppen. So. Und jetzt muss man mal schauen, ob das die Kamera einfängt. Man kann jetzt hier so ein bisschen reinschauen. Und sieht, wie das Ganze festgemacht ist. Nämlich hier an diesem Connector, ihr seht an der Stelle,
dort sind verschiedene kleine wie so Widerhaken. Das heißt, wenn ich die einmal reingesteckt habe, macht es auch einen hörbaren Klicksound. Und wenn ich die wieder rausziehen möchte, dann verhindern die das natürlich. Das heißt, die muss man erstmal nach innen drücken. Das funktioniert am besten, indem man so ein Feinmechanikerwerkzeug nimmt, so ein ganz dünner Schlitzschraubenzieher. Und mit dem gehe ich jetzt hier quasi rein und drücke das zur Seite. Das kann ein bisschen Gefriemel sein, man darf auch nicht zu viel Kraft aufwenden, weil wir das ja nicht beschädigen wollen. Und das machen wir jetzt mit dem hier einmal. Und ich schaue mal, ob ich das hier vor der Kamera so hinbekomme. Da habe ich glatt die Kamera umgehauen. So, jetzt haben wir den hier getrennt. Und jetzt seht ihr auch, das sind diese kleinen. Und die drücken wir jetzt wieder so ein kleines bisschen raus, damit die dann beim nächsten Mal wieder halten. Und jetzt können wir dann die Kabel sauber hier durchführen, nachdem wir die Löcher oben reingemacht haben. So, das Ganze, je nachdem wie viele Kabel ihr entsprechend habt, mehrmals machen. Für die Dachdurchführung habe ich einen Stufenbohrer benutzt und zwei Löcher reingemacht. Zwei Löcher, weil ich ja zwei eigene PV-Anschlüsse haben möchte. Jeweils zwei Paneele stecken an einem Anschluss. Deswegen brauche ich auch zwei Dachdurchführungen, jeweils immer für den positiven und negativen Pol. Nachdem ich die Späne weggesaugt habe, habe ich noch die blanken Kanten mit Metallschutzlack versiegelt und habe dann einen Gummidichtring reingemacht, der die Kabel schützen soll, damit die nicht am blanken Metall scheuern. Dann habe ich das Dach an der Stelle, wo die Solardurchführungen verklebt werden sollen, noch mit Silikonentferner vorgereinigt und dann die beiden EcoFlow Solarladekabel von innen durchs Fahrzeug durchgeschoben. Und da seht ihr auch, warum wir die entsprechend abbauen mussten, die MC4-Stecker. Die hätten nämlich sonst da jetzt nicht durchs Loch gepasst. Jetzt müssen wir uns noch um die Dachdurchführung kümmern. Die Kabel, die entsprechend aus unserem Fahrzeugdach rauskommen, durch die Dachdurchführung durchführen. Darauf achten, dass die Dachdurchführung entsprechend so aerodynamisch in Fahrtrichtung ist, dass die Kabelenden zum Heck zeigen. Bei der Dachdurchführung ist einmal ein Verschraubring und einmal die Dichtung an sich dabei. Die werden dann entsprechend auf die Kabel angebracht. Ja, zuerst die beiden Sicherungsringe, die ich innen verschraube, dann die Dachdurchführung, dann die beiden Dichtungen. Und dort kann ich die dann festziehen. Dann sitzt erstmal die Dichtung und das Kabel quasi innerhalb dieser Dachdurchführung. Und an der vorderen Seite gibt es nochmal einen weiteren Drehring. Den muss ich drehen, um dann zu verstellen, wie stark die Dichtung abschließen soll. Dann hat den Vorteil, ich kann verschiedene Kabeldicken dort anbringen und ich kann das Kabel eben noch verschieben, auch wenn die Kabel schon durch die Dachdurchführung durchgeführt sind. Wenn ich das dann zudrehe bzw. aufdrehe, kann ich es fest oder eben lose machen und meine Kabellänge dann so einstellen, wie ich es brauche, um die Paneele zu verbinden. Und dann muss ich noch meine MC4-Stecker wieder anbringen und da sollte ich mir vorher gemerkt haben, an welchem Kabel welcher MC4-Connector angeschlossen war, denn es gibt ja männlich und weiblich, Plus und Minus, deswegen muss ich mir das da genau anschauen. Bei mir war es so, dass ein Kabel beschriftet war und ich dann halt genau wusste, okay, beim beschrifteten Kabel kommen die weiblichen Konnektoren ran und beim nicht beschrifteten die männlichen. Und dann werden die besteckt, genauso wieder, wie wir sie auseinandergebaut haben. Erst der Verschraubungsring, dann der Dichtring und am Ende der Connector. Beim Connector hört man dann beim Einrasten noch so ein richtiges Klickgeräusch und weiß auch, dass der fest drin sitzt. Klick. Und dann werden die beiden Teile einfach nur wieder verschraubt. Eins, zwei und ich habe zwei saubere Konnektoren. Und schließlich geht es ans Verkleben. Die Kunststoffteile mit Sicker-Aktivator einmal voraktivieren, denn alle porösen und Kunststoffteile sollten vor dem Verkleben einmal vorbehandelt werden. Die Fahrzeugkarosserie habe ich mit Primer 210 vorbehandelt. Dann Sicker Flex 554,
nicht sparsam aufbringen. Ja, ich gewinne für die Dinger keinen Schönheitspreis, aber wichtig ist mir, dass sie am Ende dicht sind. Dadurch, dass wir die Sicken und Rillen haben beim Fiat Ducato Dach, müssen wir entsprechend auch mehr aufbringen. Die Dachdurchführung war an der Stelle nämlich auch einfach zu breit. Es gibt auch einzelne Dachdurchführungen für Einzelkabel. Vielleicht hätte man die wählen können, dann hätte man aber 4 Löcher bohren müssen. Also am Ende passt das, glaube ich, schon für mich. Wie gesagt, dort oben gibt keinen Schönheitspreis, aber wichtig ist, dass es dicht ist, dass es hält. Und dadurch, dass wir die entsprechenden Oberflächen auch vorbehandelt haben, habe ich da auch keine Bedenken. Jetzt werden die entsprechenden Kabel noch, je nachdem, wie wir sie verschalten wollen, aneinander geschlossen. Ich habe mich für eine Stelle mit Parallelschaltung und eine Schaltung Reihe entschieden. Und da sieht man das fertige Produkt. Jetzt testen wir das. Die Solarpaneele sind jetzt 3 Tage auf dem Dach. Jetzt ist es Zeit, mal reinzuschauen, wie viel Strom haben sie denn schon produziert. Und wir testen auch direkt jetzt, gibt es einen Unterschied zwischen der vorderen Parallelschaltung und der hinteren Reihenschaltung. Dazu gehen wir erstmal einmal in die EcoFlow App. Die zeigt uns dann unser PowerCut-In an. Zu den Batterieeinbauen, zu dem Anschluss von den Kabeln innen und so, da sage ich dann, was, wenn wir an den Elektrikeinbau insgesamt rangehen. So, auf jeden Fall in der EcoFlow App kann ich jetzt schon mal sehen, wie viel Strom aktuell reinkommt, wie lange es noch dauern würde, bis die Batterien aufgeladen werden bei der aktuellen Ladegeschwindigkeit. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Statistiken rein, ja, weil das will ich euch nur einmal zeigen. Das ist jetzt die wöchentliche Statistik vom Solar und hier sehen wir da, abends habe ich sie eingebaut. Am nächsten Tag waren sie den ganzen Tag eigentlich an, bei relativ guten Bedingungen. Da haben sie 4 Kilowattstunden erzeugt. Und gestern haben sie nochmal 2 Kilowattstunden erzeugt. Dann waren sie auf 80% geladen. Ich habe das Maximum auf 80% gelassen, damit wir heute noch ein bisschen testen können. Und jetzt kann ich mir über den Eingang genau anzeigen lassen, welches Panel wie viel gerade produziert. Nicht welches Panel, sondern welcher Anschluss. Ich habe ja 2 Anschlüsse im EcoFlow und der vordere Anschluss, also Solar 1, das ist hier vorne meine Parallelschaltung und hier hinten haben wir die Reihenschaltung aufgebaut. Und ihr seht, ich verdecke jetzt eigentlich gerade das zweite Panel so ein bisschen von der Parallelschaltung und trotzdem sind die beiden ungefähr gleich. Ich gehe jetzt mal aus dem Weg und dann machen wir ein paar Tests. Im Hintergrund seht ihr es wahrscheinlich, es sind so ein bisschen diesige Bedingungen. Ja, also die Sonne kommt nicht ganz durch, sondern ist hinter einem Wolkenschleier. Das heißt, sind wir ganz ehrlich, Diffuslicht, so wird es die meiste Zeit sein. Im Solar 1 sehen wir auch anhand der Voltzahlen mit 40 Volt, 3,4 Ampere, dass es sich um die Parallelschaltung handelt. Also jedes von diesen beiden ersten Paneelen arbeitet quasi für sich alleine. Und ihr seht, wir kommen insgesamt auf so etwa 150 Watt. 400 könnten sie insgesamt, wenn sie perfekt sauber sind, die Sonne senkrecht draufsteht, das könnten sie packen. Und bei diesem diffusen Licht bin ich mit 150 Watt eigentlich schon ziemlich zufrieden. Dahinter seht ihr die Reihenschaltung Solar 02. Die liegt nur bei 100 Watt. Man sieht das Reihenschaltungsding daran, dass die Spannungen sich entsprechend verdoppelt haben. Na, da sind wir etwa bei 80 Volt. So. Und wir sehen also, es scheint bei dem Diffuslicht aktuell eigentlich so zu sein, dass unser Powerhub, der unten ist, und die Solarpaneele mit ihren Bypass-Dioden jetzt erstmal besser damit zurechtkommen. Jetzt kann es natürlich noch sein, dass irgendwie an den Anschlüssen ein bisschen was ist, das ein oder andere Panel vielleicht ein bisschen besser verarbeitet ist. Deswegen nehmen wir die Sachen jetzt einfach mal als Ausgangswert. Wir schauen aber mal später, ich kabel das einmal um, sodass die Parallelschaltung auf Solar 2 liegt und die Reihenschaltung auf Solar 1. Und dann können wir uns auch den Unterschied da nochmal anschauen. So, und was ich jetzt mache, ich verdunkle jetzt mal ein paar Panel so ein bisschen. Und wir haben es ja schon in der Theorie so ein kleines bisschen erzählt. Es sind immer Strings da drin. Wenn ich einen String verdunkle, ja, dann fällt dort an dem entsprechend die Spannung so ein bisschen ab. So, und jetzt mache ich das einfach mal für die Parallelschaltung. Jetzt mache ich mal einen String. Den erwische ich auf jeden Fall, wenn ich dort ein Dreierfeld dort unten zumache. Und wir sehen direkt schon, das Ganze geht nach unten, aber gar nicht so sehr. Was passiert jetzt hier? Das Panel arbeitet noch voll weiter und dieses Panel halt nur zu wahrscheinlich 2 Dritteln
das könnte auch ungefähr hinhauen von den Wattzahlen. Ja, weil ich quasi einen String zum Beispiel kaputt gemacht habe. Da sind ja zwei die Bypass-Dioden drin, die schalten dann das eine Drittel weg und die anderen zwei Drittel arbeiten dann noch weiter. Wenn ich das Ganze jetzt mit der Reihenschaltung mache, sind wir jetzt aktuell bei 80 Watt. Und auch da nehmen wir vom ersten Panel die ersten drei mal weg. Dann sehen wir, haben wir einen massiven Einbruch für beide Paneele, weil jetzt dadurch, dass die Paneele in Reihe geschaltet sind, die sich einfach nicht sauber hintereinander legen können, habe ich einen Engpass an einer Stelle in der Reihenschaltung, wirkt sich das auch aufs andere Panel aus. Genau, und jetzt sehen wir hier nur 20 Watt, obwohl ich genauso wenig nur verschatte. Kann das mal noch ein kleines bisschen weniger machen hier. Gucken mal, ob das einen Unterschied macht. Kann auch noch mal das andere Panel hier hinten quasi nehmen. Nehmen davon nur ein ganz kleines bisschen. Und wir sehen trotzdem, da sind wir jetzt sogar komplett eingebrochen. Also an der Stelle scheint die Parallelschaltung schon ihren Vorteil zu haben. Jetzt sind wir bei 20 Watt. Ich glaube, viel weiter runter geht es dann wahrscheinlich nicht. Dann hört es dann auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir verschatten auch bei der Parallelschaltung von dem anderen Panel noch einen String. Und wir sehen, das Ganze geht dann auch wieder runter. Sind wir bei 81 Watt. Also auch hier fällt dann nochmal wahrscheinlich so ein Drittel weg. Ja? Fehlen uns jetzt quasi zwei Sechstel von allen Paneelen, also ein Drittel insgesamt. Scheint aber trotzdem noch auf jeden Fall so zu sein, als ob die Parallelschaltung hier mit dem Regler, der verbaut ist, deutlich im Vorteil zu sein scheint. Verdunkeln wir mal zwei. Und es reicht da, wie gesagt, wenn ich schon einzelne Strings verdecke. Wenn ich bei der Reinschaltung von zwei Paneelen was verdecke, dadurch, dass an einem Panel ein bisschen was verdeckt ist und am anderen Panel, macht das keinen großen Unterschied wahrscheinlich mehr. Ja, super interessant. Jetzt würde ich sagen, einfach nochmal, um das gegen zu checken, pole ich die ganzen Sachen einmal um. Das heißt, Solar 1 und 2 vertausche ich jetzt quasi. Auf Solar 1 geht die Reinschaltung und auf Solar 2 die Parallelschaltung. Und damit kann es weitergehen. Also ich habe wirklich die Kabel umgesteckt, nicht nur einfach unten den Stecker. Das würde ja keinen Sinn machen. Wir testen das jetzt. Ich habe die beiden Sachen gerade noch ausgeschaltet. Wir sehen, die Spannungen haben sich entsprechend schon umgekehrt von Solar 1 und Solar 2. Jetzt machen wir die beiden mal an und geben ihnen mal kurz. Sonne ist gerade wirklich nicht stark. Und wir sehen, die Parallelschaltung hat schon angefangen, ist aktuell bei 117 Watt. Und die Reihenschaltung krebst bei 44 Watt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so... Na doch, jetzt kommt die Reihenschaltung auch ein bisschen. 91 Watt, 94 Watt. Okay, also hat ein kleines bisschen länger gedauert. Jetzt sind entsprechend beide wieder aktiv. Wir sehen aber trotzdem auch hier die... Ich weiß nicht hundertprozentig, ob es am Power-Hub liegt, dass der in diesem Spannungsbereich einfach besser arbeiten kann, als wenn es eben 83 Volt sind. Wie gesagt, es sind ja schon Hochspannungspaneele verbaut. Aber bis jetzt ganz eindeutig die Parallelschaltung hier der Gewinner und ich werde alle Paneele parallel schalten. Auch hier machen wir nochmal entsprechend den Gegentest. Jetzt bei Solar 1. Hier vorne haben wir jetzt die Reinschaltung. Auch da lege ich mal wieder einen String zu. Sofort massiver Einbruch, weil dieser sich eben auf beide Paneele auswirkt jetzt. Der MPPT-Regler versucht dann wahrscheinlich noch ein bisschen nachzuregeln und schaut, wo finde ich jetzt die richtige Einstellung. Jetzt schauen wir hier wieder hinten hin. Ja, und bei der Parallelschaltung ist der Einbruch deutlich geringer. Was soll ich sagen? Das ist ein sehr eindeutiges Votum an dieser Stelle. Ja, was soll ich sagen? Damit das Testing vorerst beendet. Sollte mir im Laufe der Zeit noch was auffallen, sage ich euch Bescheid. Vielleicht auch noch ganz interessant, jetzt nochmal schnell beide jetzt parallel geschaltet. Also alle vier sind quasi parallel geschaltet zu meinem Power Hub. Und ihr seht, die haben etwa dieselbe Wattzahl jetzt und laufen ziemlich gleich. Also die Paneele scheinen auch voll in Ordnung zu sein. Ich habe schon mal geschaut, Peak habe ich jetzt schon mal erreicht am Samstag bei sehr, sehr guten Wetterbedingungen. Gegen 15 Uhr etwa war der Peak von 580 Watt. Von 800 bei
nicht optimalen Bedingungen, aber das Beste, was ich jetzt in den letzten Tagen testen konnte. Und damit bin ich voll zufrieden. Und damit war es das jetzt von diesem Video. Ich denke, wir haben ziemlich viel getestet. Klare Empfehlung geht raus für die Parallelschaltung, zumindest in Kombination mit den 36 Volt Paneelen, die ich hier benutze und dem Power Hub. Funktioniert. Ich bin super happy, so wie das jetzt ist. Mögen sie lange halten. Langzeitberichte gibt es dann natürlich erst nach einem Jahr oder so. Und dann schauen wir mal, wie die Paneele sich dann schlagen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Da gehen wir jetzt ins Fahrzeug. Da wird die Heizung von Tiger Expert angeschlossen. Und bis dahin geht raus, bleibt sauber, wascht euch die Hände und wieder hier rüber. Ciao.